Der Hambacher Forst, Streitpunkt der deutschen Energiepolitik. Sie organisiert den Protest gegen die Kohle. Und die Kohlekumpel protestieren vor ihrem Haus. Für die Kollegen im rheinischen Revier! Tausende Polizisten im Einsatz. Und die große Frage, muss das alles sein? Jetzt fragen sich natürlich viele Kollegen, ne? Wofür? Was haben wir die letzten 3 Wochen hier gemacht? Ne? An einem Sonntagmorgen im September ist für Antje Grothus die Welt keineswegs in Ordnung. Die engagierte Klimaschützerin ist quasi im Dauereinsatz. Heute steht ihre erste eigene Großdemo an. Das ist natürlich auch mit gemischten Gefühlen, wenn solche Menschenmassen hier anreisen. Aber ich bin ganz guter Dinge. Viele Familien werden dabei sein und Kinder. Und wir stehen ja sehr für positive, lebensbejahende Bilder. Von ihrem Haus in Karpenbühr sind es nur ein paar hundert Meter zum Ort der Demonstration. Erste Teilnehmer kommen schon 2,5 Stunden vor Beginn. Die Polizei bereitet sich vor. Ein Großaufgebot, für alles gerüstet. Morgen! Die Demonstration wird von mehreren Umweltverbänden getragen. Antje Grothus vertritt die örtliche Bürgerinitiative. Es geht darum, den Braunkohleabbau in der Region zu stoppen und den bedrohten Wald vor der Haustür zu retten. Das ist eine gewaltige Herausforderung, aber auch eine unheimlich tolle Chance, für uns zu zeigen, dass wir einfach mehr sind, mehr als die Polizisten, und dass wir einfach eine ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis sind, was sich einsetzt für den Erhalt des Waldes. Wie wird die Polizei sich da verhalten? Das weiß ich nicht. Ich hoffe sehr entspannt und ich appelliere immer, dass wir uns hier an diesem Ort als Menschen begegnen und nicht als die Polizei, die Aktivisten und so weiter. Sehr stark. Hambi bleibt! Hambi bleibt. Das ist der Schlachtruf aller, die den Hambacher Wald retten wollen. Seit 6 Jahren haben hier junge Menschen Bäume besetzt, um so eine geplante Rodung zu verhindern. Der Wald soll abgeholzt werden, weil darunter Braunkohle liegt. Die Kohle aus dem Hambacher Tagebau will der Energiekonzern RWE vor allem für die Stromerzeugung nutzen. Kurz vor Beginn der Rodungssaison im Herbst räumt die Polizei die Besetzer aus dem Wald. Begründung der Landesregierung? Die von den Besetzern schon vor Jahren gebauten Baumhäuser seien zu unsicher. Der Brandschutz würde nicht eingehalten. Alarmstimmung bei den Aktivisten. Sie wollen sich wehren. Die Polizei lässt Bäume fällen, um leichter an die Baumhäuser heranzukommen. Die Demonstration dagegen, auch von Antje Grothus organisiert, wird größer als erwartet. Über 10.000 Menschen versammeln sich. Soll ich mal einfach anfangen, meinst du, weil schon so viele hier sind? Antje Grothus muss ihre Rede improvisieren. Super, hier, du willst es sagen. Ich bin Antje von der Bürgerinitiative Bürger für Bühr und wohne ein paar Meter entfernt von hier, in diesem kleinen verschlafenen Dorf, dem man diesen wundervollen Wald, den man hier auf der anderen Seite sehen kann, genommen werden soll. Es ist ein Protest der bürgerlichen Mitte. Friedlich, aber entschlossen. Antje Grothus hadert ein wenig mit sich selbst wegen ihrer improvisierten Rede. Ich würde gerne mal durch zu Michael da vorne, wenn ich darf. Moment, sonst schreibe ich immer Reden auf. Nein, du redest perfekt. Ich finde das immer so spannend. Ich finde, dass die Leute sich gut ausdrücken. Du hast super ausgedrückt. Ganz, ganz, ganz toll. Vielen Dank. Großartig. Antje, heißt du der Antje? Ja, ich bin Antje. Ich habe gerade so viel im Kopf, was ich auch loswerden möchte. Du machst es ganz irre. Du hast ja auch die Petition. Ja, genau. Damit haben wir vor 2 Jahren angefangen. Und das hat mich so total begeistert, weil ich immer gedacht habe, Mensch, ja, also so, ne, da klicken die Leute mal. Aber tatsächlich seid ihr alle, ne, ihr seid hier, ihr seid bei den Waldspaziergängen, ihr kommt zum Mahnwachen, ihr seid heute hier. Das ist unglaublich. Unglaublich.
Der Protest richtet sich gegen die Rodungspläne des Energiekonzerns RWE. Aber auch gegen eine Politik, die das unterstützt. Plötzlich steht Polizei im Weg. Kurz vor dem Platz, wo die geplante Abschlusskundgebung stattfinden soll. Dabei hatten die Organisatoren genau diese Route tags zuvor mit der Polizei abgesprochen. Antje Grothus versucht, die Polizisten zu überzeugen. Vergeblich. Vielleicht ein Kommunikationsfehler innerhalb der Polizei. Die Sache lässt sich vor Ort nicht klären. Es ist nicht sinnvoll, uns hier nicht an den Ort unserer Abschlusskundgebung gehen zu lassen. Das ist unglaublich, was Sie hier, die von unseren Steuergeldern bezahlt werden, hier für ein Schauspiel abgeben. Und was Sie auch noch wissen, Bund Deutscher Kriminalbeamter Helmut Adam hat gestern gesagt, unter anderem, im Ergebnis schützen wir nun den Braunkohleabbau von RWE statt unsere Bevölkerung. Das ist das, was Sie hier tun, das ist ungeheuerlich. Die Demonstranten sind konsterniert. Viele von ihnen schließen sich nun denen an, die direkt zum Wald ziehen. Das aber will die Polizei auch verhindern. Einige Menschen möchten kleine Bäume in den Wald bringen. Eine Polizeikette soll dafür sorgen, dass heute keiner in den Wald kommt. Der Wald gehört zwar RWE, ist aber laut Gesetz öffentlich zugänglich. Einige schaffen es dann doch, irgendwie, flitzen durch, sogar mit Bäumchen im Gepäck. Wortgefechte und Handgreiflichkeiten nehmen zu. Die Anspannung ist groß. Auf beiden Seiten. Aber doch nicht durchs Gesicht hauen! Hör mal, ins Gesicht hauen, ihr habt sie doch! Seid ihr denn für Menschen? Seid ihr überhaupt noch Menschen? Hallo! Es dauert Stunden, bis die Lage sich beruhigt. Am Ende des Tages ist Antje Grothus stinksauer. Ihr ging es um eine friedliche Demonstration. Und dann so unschöne Szenen. Sie trifft auf einen Kontaktbeamten der Polizei. Ingo Mitschke soll Ansprechpartner sein für die Aktivisten. Das war also da waren viele extrem verärgert. Das fällt auch negativ auf ihre Kollegen zurück. Aber bitte nochmal Verständnis dafür, es ist ein großer Polizeieinsatz und das geht dann nicht immer so schnell, wie wir uns das alle wünschen. Ja, wir bräuchten tun aber nicht, unser Bestes. Wir brauchen den Polizeieinsatz nicht in der Größe. Ja. Also unglaublich. Wichtig ist, dass wir einfach im Gespräch bleiben. Und da kann man nur Sachen bewegen. Wenn man das Gespräch im Gesprächsverhalten abreißen lässt, dann wird es kritisch. Das ist dann vielleicht auch leider hier schon mal im Wald passiert mit den Aktivisten. Seit Monaten schon sind Ingo Mitschke und Thomas Klaut rund um den Wald im Einsatz, sollen deeskalieren. Das ist nicht immer ganz einfach. Es wird eine Wundertüte bleiben. Das ist der Hambacher Forst immer. Und er ist immer überraschend und interessant. Am Rand des Hambacher Forstes mischen sich die beiden Polizeihauptkommissare unter die Demonstranten. Kein martialisches Auftreten. Es ist kein leichter Job. Seit 6 Jahren nun schon dauert die Besetzung des Hambacher Waldes. Immer wieder kam es zu gewaltsamen Eskalationen zwischen Polizei und einigen Aktivisten. Mitschke freut sich, wenn Proteste bunt und vor allem friedlich ausfallen. Wie man sieht, ein friedvoller, bunter Protest im Hambacher Forst. Und kreativ. Das gefällt Ihnen, oder? Mir gefällt das, weil das auch, ich sag mal, das war nicht mein Credo, aber ich habe das gerade im Kontext zur Gewalt, zum Gewaltverzicht immer wieder gesagt. Leute, setzt auf einen kreativen Protest. Ingo Mitschke ist selbst schon geschlagen worden. Hier auf dieser Straße. Vor einem Jahr. Von einem Aktivisten.
Das war natürlich eine sehr einschneidende Situation auch für mich. Auf der einen Seite hat es wehgetan und ich war auch wirklich auch geschockt, weil das erste Mal war, dass ich gezielt körperlich angegriffen worden bin. Als Polizist? Als Polizeibeamter und ich war alleine und unbewaffnet. Und das hat aber auch in der Szene nachher heftige Diskussionen ausgelöst, ob das jetzt notwendig war. Aber das war schon ein einschneidendes Erlebnis hier für mich. Dass er seinen Job nicht hingeworfen hat, lag an den Waldbesetzern, die sich von der Tat distanzierten. Das ist dann auch wieder mein Ansporn gewesen, doch weiterzumachen. Also es sind ja eben nicht alle, die so sind. Und wir möchten ja gerne auch mit denen hauptsächlich ins Gespräch kommen, die zugänglich sind. Und da können wir ja auch Sachen bewegen. Rund 80 Baumhäuser in bis zu 25 Meter Höhe sollen geräumt werden. Die Bewohner haben darin zum Teil über Jahre gelebt. Freiwillig will hier keiner aufgeben. Der Großeinsatz zieht sich über Wochen hinweg. Mit eigens angemieteten Kränen werden die Baumhäuser abgerissen. Eines nach dem anderen. In einem Teil des Waldes, der zuvor geräumt worden ist, treffen Ingo Mitschke und Thomas Klaut auf Aktivisten. Für die sind die beiden Kommissare Polizisten wie alle anderen. Hallo. Ja, Stolz. Oh. Stolz war's. Das ist jetzt alles weg. Das ist jetzt alles weg, ja. Das ist ausgeräumt worden, ja. Man sieht auch offensichtlich auch Bäume gerodet worden. Ne? Ist das für Sie jetzt schön, dass das alles weg ist, weil es dann ruhiger ist? Oder? Also schön kann ich nicht sagen. Ich hätte mir eine andere Lösung gewünscht für die ganze Geschichte, dass es nicht wegkommt. Weil es ist ja mal, es sind ja zwei Sachen. Auf der einen Seite ist es eine Besetzung für ein Thema gewesen. Und auf der anderen Seite ist es ja auch ein Platz gewesen, wo junge Menschen neue Lebensräume und Lebensformen entwickeln wollten. Das ist eigentlich, deswegen, ich finde es eigentlich persönlich eher schade, dass es so gekommen ist. Wir haben gerade gehört hier von jemandem, der sagte, na Stolz. Stolz bestimmt nicht. Also klar, wenn man so lange dabei ist und sieht, wie das wächst, dieser Wald mit den Leuten, die Baumhäuser, die Dörfer wachsen, wie die Emotionen wachsen in dem Wald hier, dann lässt einen das nicht unberührt. Das kann, geht gar nicht. Also es ist schon ist berührend. Also ich finde es berührend hier. Auch wenn mir das jetzt viele von den Aktivisten nicht gerade glauben würden, aber es ist so. Wie der Kollege schon sagte, ne, das ist eine Lebensform, die hat sich da entwickelt über Jahre. Da waren ja welche, die waren 5-6 Jahre hier zu Hause. Ne, und das hatte schon was Besonderes. Ne, und das war für mich auch losgelöst von dem Braunkohlethema. Für mich persönlich jetzt, ne, war das eine besondere Sache, ne, die ich auch schön fand. Ne, an für sich nur. Ne. Fanden aber nicht alle so schön. Ne? Nein. Nein. Aber ich denke mal, Vom Dienstlichen abgesehen hat wohl jeder da seine eigene Meinung drüber und ja, das ist auch gut so. Der Hambacher Wald wird zu einem Symbol für die deutsche Klimapolitik. Es geht darum, wann Deutschland aus der Braunkohle aussteigen soll. Deswegen reist Antje Grothus immer wieder nach Berlin. Sie ist Mitglied einer Kommission, die die Regierung in Sachen Kohleausstieg beraten soll. Die Kommissionsvertreter aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik beraten hinter verschlossenen Türen. Draußen warten Klimaschützer. Ich glaube nicht, dass ihr
immer wieder hier seid. Das ist total toll. Vielen Dank. Schön, dass ihr alle da seid. Super. Hallo, morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Morgen. Sie fordern ein möglichst schnelles Ende der Kohleförderung. Die Energiekonzerne, allen voran RWE, wollen so lange wie möglich weitermachen. Antje Grothus weiß, dass sie am heutigen Tag nicht viel erwarten kann. Das heißt Erwartungen. Man muss einfach ein bisschen auch schauen. Das ist ja nicht so vorprogrammiert. Wir haben eine Tagesordnung. Ich erwarte von mir immer, dass ich meine Stimme einbringe für die Betroffenen vor Ort und für die Region. Das ist die Erwartung, die ich an mich habe. Ansonsten habe ich kaum Erwartungen, ehrlich gesagt. Dann können die auch nicht enttäuscht werden. Sie ist studierte Ernährungswissenschaftlerin, keine Politikerin. Alles hier im politischen Berlin ist neu für sie. Antje Grothus muss sich gegen viele Interessen durchsetzen. Doch als Stimme der Region rückt sie nun ins Rampenlicht. Ihre erste große Talkshow. Antje Grothus versucht, sich ihre Nervosität nicht anmerken zu lassen. Und dann hat die Redaktion auch noch den Boss des Energiekonzerns, Rolf Martin Schmitz, direkt neben sie gesetzt. Kann etwas, Herr Schmitz, ökonomisch, also rechnerisch, Sie sind ein Mann der Zahlen, nicht nur, aber auch, kann etwas ökonomisch vernünftig sein und ökologisch unvernünftig? Das kann sicherlich sein, nur der Hambacher Forst ist gerade nicht das Beispiel dafür. Denn ob wir heute mit der Braunkohle aufhören in der Förderung Hambacher Forst, nicht im Hambacher Forst, in Hambach. Es wird trotzdem der Hambacher Forst weichen müssen, denn wir brauchen die Flächen dort. Wir müssen dann die Böschungen standfest machen etc. Das heißt, es ist wirklich nur ein Symbol. Und es ist auch den Menschen klar, dass dieses Stück Wald nicht zu retten ist. Mhm. Und auf der anderen Seite darf ich auch anmerken, wir haben 11 Millionen Bäume gepflanzt in der Renaturierung mittlerweile. Das ist um ein vielfaches mehr, als da jetzt gerodet wird. Mhm. Ist das nebensächlich, dass tatsächlich auch viel getan wurde für die Natur, Frau Grothus? Es ist nicht nebensächlich, aber man kann einfach nicht vorne einen uralten Wald sozusagen abholzen und dem Erdboden gleichmachen, um dann Geld auch zu verdienen mit der Kohle, die man darunter fördert, um dann hinten so notdürftig seinen Rekultivierungsanforderungen nachzukommen. Das geht nicht. Also wir haben im Hambacher Wald solche Bäume, die sind 150 Jahre alt. Es sind noch 43.000 an diesen stattlichen Bäumen, die dort stehen. Alte Eichen, Hainbuchen. Im Frühjahr hat man wundervolle Maiglöckchen in diesem Wald. Dieser Wald ist nicht zu ersetzen durch keine Rekultivierung dieser Welt. Ob der Wald noch gerettet werden soll, gerettet werden kann, darüber sind sich selbst Experten nicht einig. Im Forst prallen Demonstranten und Polizisten immer wieder aufeinander. Ein Mann stellt sich ungesichert auf eine hohe Holzkonstruktion. Ein Balanceakt, nicht nur für die Sicherheit. Die Beamten greifen hart durch. Hallo. Antje Grothus setzt weiter auf friedlichen Widerstand. Ärgert sich auch über Angriffe gegen die Polizei. Einige Aktivisten haben mit Kot geworfen. Der Einsatz wird größer und teurer. Polizeigewerkschaften kritisieren den Aufwand. Befehl, ne? Befehl ist Befehl. Der wird ausgeführt. Zack. Ist so. Leider. Hätten Sie es gern anders? Na klar. Meine Vorstellung ist ja immer, dass man überläuft zu uns sozusagen. In der Demo oder dass man Leute durchgehen lässt oder so, weil man einsieht, was das hier für ein unsinniger Einsatz ist einfach. Journalisten suchen das Gespräch mit ihr. Es geht darum, warum Landesregierung und Konzern jetzt räumen und roden wollen. Und um den wachsenden Widerstand. Ja, das finde ich richtig, dass das so viele Menschen, das begeistert mich auch. Haben Sie den Eindruck, dass das... Ja, das kippt, glaube ich, gerade total. Ja. Weil keiner kann noch mehr verstehen, dass man im Jahr 2018, wo wir Alternativen haben für Stromerzeugung, wo RWE übrigens ja auch sich als Erneuerbarer neu erfinden will, dass sie dann diesen Wald also abholzen. Und ich glaube, die... Das ist eine Machtdemonstration, oder? Genau, das habe ich ja gesagt, das ist eine Macht. Ich sehe das auch nur so, weil es müsste wirklich nicht sein. Und ich frage, habe ich ja schon länger gefragt, aber in diesem Jahr besonders, also letzten Endes hätte RWE das ganz klug machen können. Und die hätten sagen können, komm, der Restwald bleibt, wir machen da was Schönes raus. Sie hätten sich so als Retter des Waldes sogar inszenieren können. Ja, jetzt haben sie es verpasst. Jetzt sind sie aber in einer ziemlichen Sackgasse. Da kommen sie nämlich nicht mehr raus aus der Nummer. Mehr und mehr Polizeihundertschaften aus dem gesamten Bundesgebiet treffen ein.
An jeder Weggabelung droht der Konflikt zu eskalieren. Mit Sitzblockaden wollen die Aktivisten Polizei und schwere Räumfahrzeuge stoppen. Für Antje Grothus steckt der Wald voller Erinnerungen. Das ist jetzt ungefähr 24 Jahre her. Da war meine mittlere Tochter gerade geboren. Und da waren wir häufiger mit den Kindern hier. Wir sind auch oft mit dem Fahrrad hier durchgefahren, dann als sie älter waren. Oder ich habe sie im Fahrradanhänger mitgenommen. Da war mir noch gar nicht so klar, dass der Wald so bedroht ist. Da wusste ich noch nicht so richtig was von diesem Loch da und von den Baggern, die sich da auf uns zubewegen. Vor 24 Jahren? Vor 24 Jahren. Die Orte, wo ich da war, die sind jetzt verschwunden im Loch. Dörfer, die ich noch gesehen habe und ja, an denen ich vorbeigefahren bin zum Schwimmbad, verschwunden. Heute geht sie zum ersten Mal dorthin, wo vor wenigen Tagen ein junger Mann tödlich verunglückte. Dieser Tod hat viel verändert. Er ist unglücklich von einer Brücke zwischen den Baumhäusern herabgestürzt. 15 Meter tief. Der erste tödliche Unfall im Wald seit der Besetzung vor 6 Jahren. Dort, wo die Polizei frisch geräumt hat, bleibt viel Müll liegen. Oft sind es die Klimaschützer, die aufräumen. Der Widerstand im Wald wird mehr und mehr gebrochen. In diesen Tagen glauben nur noch wenige an eine Zukunft für den Hambacher Forst. Die Baumbewohner geben nach und nach auf. Die Übermacht der Polizei ist zu groß. Für einige von ihnen endet hier ein gelebter Traum. Ein bewusst gewähltes Leben in der Natur. Das Haus von Familie Grothus. Antje Grothus und ihr Mann Norbert haben 3 Töchter. Ihr Engagement gegen den herannahenden Braunkohletagebau fing ganz klein an in der örtlichen Bürgerinitiative. Norbert hat sie dabei immer unterstützt. Ich habe nie auf ein Ziel irgendwie hingesteuert, ne? So, ich habe immer weitergearbeitet. Im Gegenteil, so. Immer die Kleinarbeit und da wieder ein Zeitungsartikel und da eine Pressemitteilung und da wieder klein, klein. Und irgendwann kamen halt größere Sachen und mit größeren Sachen kommen wieder noch anders. Also praktisch wie viele Quellen, die dann irgendwann mal wirklich so ein Fluss und Strom werden. Das entsprechend mitreißend ist das im Moment. Ja, so kann man wirklich mitreißend sagen. Ist schön. Ja, mitreißend. Ja. Genau, man muss immer Kopf über Wasser halten. Das Ding mit dem unter den Füßen wegreißen. Ja, so. Ja. Während unserer Dreharbeiten kommt eine lärmende Menschengruppe heran. Es sind Kohlekumpel aus dem Tagebau. Mitglieder der Bergbaugewerkschaft. Die Kumpel fürchten um ihre Jobs. Antje Grothus ist ihr erklärtes Feindbild. Es bleibt nicht beim Protest auf der Straße. Ein Mann geht direkt ans Haus heran. Wenn Sie möchten, können Sie hier unterschreiben. Da können Sie ein bisschen die Braunkohle unterstützen, ja? Dankeschön für Ihre Unterstützung, für die Kollegen im Rheinischen Revier. Sie können das Pferde unterstützen. Dankeschön für Ihre Mithilfe. Die Kumpel rufen, Hambi muss weg. Eine bewusste Provokation. Irgendwann kommt dann doch ein Polizist und holt den Mann vom Privatgrundstück herunter.
Die Aktion sorgt für Schlagzeilen. Demonstrationen vor Privathäusern werden anderswo in Deutschland gerichtlich verboten. Hier werden sie von der Polizei begleitet. Der oberste Chef der Bergbaugewerkschaft distanziert sich von solchen Aktionen. Der Betriebsratsvorsitzende von RWE erklärt, das sei nur eine Ortsbegehung gewesen. Es dauert ein wenig, bis sich im Haus alle beruhigen. Antje Grothus versucht, sich mit Alltagsdingen abzulenken von dem, was gerade vor ihrem Haus los war. Man hätte auch mal anfragen können, weiß ich nicht, Frau Grothus, können wir mal zwei Leute reinkommen, kann man mal reden. Hätte man ja machen können. So, hätte ich gut gefunden. Aber dass ich mich da so dieser Aggressivität dieser Männer da aussetze, das muss, glaube ich, nicht sein. Das mache ich auch aus Eigenschutz nicht. Sind zu viel negative und aggressive Energien, die da unterwegs sind. Und dem muss ich mich, glaube ich, nicht aussetzen. Am 6. Oktober ist nichts mehr so, wie es vorher war. Einen Tag zuvor hat ein Gericht entschieden, der Wald bleibt vorerst unantastbar. Damit hatte kaum einer gerechnet. Ein geplantes Open-Air-Konzert wird zum Freudenfest. Ich komme mir vor wie bei Woodstock. Das sagte der Kollege jetzt eben auch. Hat auch so ein bisschen so ein Feeling. Ne? Das mitten im Oktober. Bis zu 50.000 Menschen müssen Ingo Mitschke und sein Kollege heute mit im Blick behalten. Von einem Tag auf den anderen hat sich alles geändert. Hami! Nein! Hami! Nein! Ist das nicht verrückt? Wer hätte das vor einer Woche geglaubt? Niemand. Woodstock-Charakter. Den Verbindungsbeamten fällt ein Stein vom Herzen. Sie hatten schon schwerste Ausschreitungen befürchtet für den Fall, dass der Wald abgeholzt wird. Drei Wochen Dauereinsatz liegen hinter ihm. Und wieder treffen sie aufeinander, Ingo Mitschke und Antje Grothus, der Hauptkommissar und die Klimaschützerin, gar nicht so weit auseinander. Jetzt fragen sich natürlich viele Kollegen, ne, wofür? Was haben wir die letzten drei Wochen hier gemacht? Ne? Und ich finde, die Frage ist legitim und muss auch mal gestellt werden. Ja, die muss man stellen dürfen in der Demokratie auch. Ne? Genau. Wie auch dem Wald geschadet wurde, Naturschutz, Artenschutzrecht. Ja. Auch was es mit den Menschen gemacht hat auf allen Seiten in diesem Konflikt. Ja, das sind ja, muss man ja auch sehen. Also das belastet ja auch, also wenn man diese Zerstörung im Wald mit ansehen muss. So, ne? Das stimmt. Ich bin froh, dass es ein bisschen Ruhe reingekommen ist. Ich muss sagen, die letzten drei Wochen waren wahrscheinlich nach der Geburt meiner Kinder die bewegendsten Wochen, weil es immer so ein Gefühlskarussell war. Und man sich natürlich auch selber hinterfragt hat, na, was machen wir hier oder was passiert hier überhaupt mit uns. Im Hambacher Wald ist es ruhiger geworden. An einigen Stellen wird wieder gebaut. Neue Baumhäuser für den Fall des Falles. Das Gerichtsurteil ist ja nur vorläufig. Nein, der Wald ist definitiv noch nicht gerettet. Wir müssen weiterhin mit ganz viel positiver Energie hier unterwegs sein, damit der Wald wirklich gerettet wird und wirklich stehen bleiben kann und sich von hier aus Neues, Positives entwickeln kann. Es geht nicht nur um Menschen. Da sind auch die bedrohten Fledermäuse, deren Baumhöhlen von RWE verklebt worden waren. Naturschützer machen die Zugänge wieder frei. Ein paar hundert Aktivisten haben durch ihre Anwesenheit an der Abbruchkante einen Bagger zum Stehen gebracht. Sich hier hinzustellen ist nicht ungefährlich. Die Verbindungsbeamten klären das auf ihre Art. Gewaltfrei und nett. Hallo, Entschuldigung. In eurem eigenen Interesse, das ist echt gefährlich hier. Ich würde einen Schritt zurückgehen. Das ist. Ja, weil die. Nicht nach vorne. Ja, ja, ja. Also das ist wirklich nicht ohne. Wenn man es mal sieht, ne, so eine Schaufel ist ein so ein Ding. Wenn man da runterrutscht, das ist ein locker 15 Meter freier Fall. Ne? Die Zukunft des Hambacher Waldes ist völlig ungeklärt. Nicht wenige glauben, der Kampf um diesen Wald werde zum Meilenstein in der deutschen Klimapolitik.